Aber ich finde doch das ziemlich, ziemlich episch mit den Sounds von Ocarina of Time, dem jungen Link. Bam! Den Schlüssel habe ich ja schon. Die Ratten können aber so gut Geld droppen. Geldrubine, siehst du? Habe ich doch gesagt, 5 Rubine schon wieder. Wow! Das waren schon 63. Ah, wir haben jetzt Licht. Schön. Ja, hier hinten ist Geld, meine ich. Versteckt. Dazu brauchen wir aber Bomben, die ich noch nicht habe. Juhu! Komm her. Bleib stehen, du Ratte. Toll, und dann droppt er mir nicht mehr Geld, verstehst du? Zäh, diese Ratten heutzutage. Noch mehr Ratten. Ratti, Ratti. Ich glaube, die Ratten sind rattig. Vergiss es. Ha, voll genutzt. Bam. Warum sage ich eigentlich immer so oft voll genutzt? Ich weiß gar nicht mal, wo ich das her habe. Und da haben wir genau 100 Rubine. Coole Sache. Hinter dieser Tür liegt die Kathedrale. Zum Öffnen musst du an einem der Hebel ziehen. Da wäre ich nicht drauf gekommen, ohne deine epische Hilfe, Zelda. Zelda tut eigentlich so, als wäre Link total geistesabwesend. Yay, ich habe den falschen genommen. Beabsichtigt. Ich wollte die ganzen Schlangen töten. Tja. Ich will Geld. Oh. Sollte vielleicht mich nicht so oft treffen lassen. Das wäre ganz cool und so. Na dann. Ja, ist ja gut. Ich weiß, wie man Schalter zieht. Prinzessin Zelda? Ihr seid in Sicherheit. Haben wir das dir zu verdanken, Kay? Woher kennst du meinen Namen? Nur dank Kay konnte ich aus dem Kerker entfliehen. Als ich in Gefangenschaft war, hörte ich den Magier sagen, wenn ich mit dir fertig bin, wird sich das Siegel der Weisen öffnen. Kay, du darfst nicht zulassen, dass Hyrule in die Klauen des Magiers fällt. Bricht er das Siegel der sieben Weisen, wird eine Flutwelle des Bösen entfesselt. Wenn dies geschieht, werden die Völker von Hyrule nie wieder in Friede ruhen können. Ja, sie sind schon tot. Nie wieder im Frieden leben. Bevor dies geschieht, bevor es zu spät ist, bitte, du musst den Magier besiegen, bevor er ganz Hyrule zerstört. Du kannst. Du musst es. Ich fühle, dass eine starke böse Macht das Handeln des Magiers bestimmt und seine Kräfte verstärkt. Nur eine Waffe ist stark genug, dem Magier Einhalt zu gebieten. Das legendäre Masterschwert. Doch weiß nur eine Person um den Aufenthalt der Klinge. Und dies ist der Dorfälteste. Man sagt, er sei ein Nachfahre eines der sieben Weisen. Vielleicht kann er dir mehr darüber sagen. Ich werde auf deiner Karte markieren, wo sein Haus zu finden ist. Ich bin mir sicher, dass die Palastwache bereits auf der Suche nach euch beiden ist. Es ist besser, wenn ihr euch trennt. Daher werde ich Prinzessin Zelda verstecken. Ach, das hat die ganze Zeit der Priester gesagt, nicht Zelda. Ups. Keine Sorge. Suche den Dorfältesten. Hast du alles verstanden? Nein, überhaupt nichts, natürlich. Da ich ja gesagt habe, dass ich keine 3-Herz-Challenge mache. Ich bin am Überlegen. Ich überlege mir das in der Zeit, ob ich noch eine 100%-Challenge draus mache. Das überlege ich mir, bis ich letztendlich den ersten Part hochlade. Weil dann schreibe ich nämlich rein, ob 100% oder nicht. Aber andererseits liebe ich dieses Spiel so sehr, dass ich eigentlich sogar Lust hätte, 100% zu machen. Ich meine, so assi war das jetzt nicht mit den Herzteilen. Ich werde es auch möglichst ohne Guide spielen. Was heißt unmöglich? Ich werde es komplett ohne Guide spielen. Ich kann den Teil noch relativ auswendig. Deswegen glaube ich auch gerade voll in die falsche Richtung. Sarasala ist hier. So heißt der Dorfälteste. Aber ich will erstmal die Informationen haben. Weil ich nicht weiß, ob man die holen muss. Aber ich glaube nicht. Außerdem möchte ich, wie gesagt, die Flasche haben. Und das Netz. Wenn ich das Netz dann schon bekomme. Die Musik ist so catchy. Oh Mann, das wird noch was. Ich entschuldige mich schon mal im Voraus, dass ich sehr oft mitsingen werde. Und ich habe ein Schild in der Hand. Ich bin cool. Ich bin sauer. Ich halte ein Schild in der Hand. Ich will erstmal da rein. Oder kam ich hier erst mit Bomben weiter? Dum, 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 dum. Ach ne, das hier war nur Schieben, aber es war noch was mit Bomben. Hm. Moment, ich will alle auf einmal haben.
Mach ich den dahin, den dahin, den dahin. Den dahin, den dahin. 20. Ha! Und schöne 80 Rubine bekommen. Yeah! Es ist fast nicht möglich, die erste Flasche sich nicht zu kaufen, glaube ich. Weil hier sind auch nochmal 20. Oder auch nicht. Warum hatte ich eben gerade im Kopf gehabt, dass da drunter überall blaue Rubine waren? Hm. Egal. Gehen wir da rein. Und dann müsste jetzt die Person sein, die uns sagt, wo er sich aufhält. Bin mir aber nicht mehr sicher. Hey, alte Oma, guck mal. Ich habe deine Vase geklaut. Bam! Wie? Oh, du bist es, Kay. Was kann eine alte Frau wie ich für dich tun? Wer? Der Dorfälteste? Seit die Einführungen anfliegen... Fliegenden... Boah. Mann, lesen. Seit die Entführung anfing, hat ihn niemand mehr gesehen. Was? Was Masterschwert? Nun, ich kann mich nicht genau erinnern, aber vor langer Zeit bewohnte ein Volk, bekannt als die Hylia, dieses Land. Die Legenden erzählen von magischen Schätzen aus dem Zeitalter der Hylia. Das Masterschwert, eine mächtige Klinge, erschaffen, um jene mit unreinen Herzen zu bezwingen, ist einer davon. Man sagt, dass es bis heute im grünen Herzen der Wälder ruht. Verstehst du die Legende? Das ist ja auch nicht gerade schwer. Auf jeden Fall musst du den Dorfältesten finden. Irgendjemand im Dorf muss doch wissen, wo er sich aufhält. Okay, pass auf dich auf. Ja, stimmt. Wer war das nochmal, wer das wusste? Auf jeden Fall hole ich mir jetzt erstmal die Flasche. Flasche, schöne Flasche. Haben der Herr schon eine Weinerflasche? Nein? So treten Sie näher, mein Angebot wird Ihnen sicher gefallen. Hier hätte ich ein ganz besonders schönes Exemplar, nur 100 Rubine. Sagen Sie, interessiert? Ja, her damit. Ich danke für Ihren Einkauf. Zeigen Sie sie ruhig herum. Beehren Sie mich bald wieder. Eine magische Flasche. Gib mir noch eine. Tut mir leid, ich bin restlos ausverkauft. Schauen Sie später nochmal vorbei. Eben gerade hast du gesagt, du hättest noch welche. Du Lügner. Cheater. Dich krieg ich noch nicht. Was sagst du? Hallo Kay. Wer? Der alte Kerl? Du meinst wohl den Dorfältesten. Gut, ich sage es dir. Aber verrate es nicht den Bösewichten. Er versteckt sich in einem Haus nahe des Ostpalastes. Ich markiere den Ort auf deiner Karte. Komm her, Huhn. Boah, ich habe einen Huhn. Nein, möchte ich. Möchte ich? Doch, möchte ich. Gib mir Bomben. Ja, ich will die Bomben. Und bam. Au, nein, 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 nein. Treff mich nicht. Bam. Kann man das Netz schon holen? Ich weiß es gar nicht. War das nicht hier? Warte mal, da oben war doch eine Truhe, ne? Oh yeah, die Truhe hole ich mir noch. Weil das ist nicht besonders schwer, da dran zu kommen. Ja, okay, ich gehe außen rum. So. Da war drinne. Moment. Na komm. Noch eine Flasche, yes! Das ist sehr gut. Jetzt will ich das Netz. Ich will das Käfernetz. Gibst du mir das Käfernetz? Keuch, Hust. Nee. Tut mir leid, aber ich kann nicht aus dem Haus, weil ich krank bin. Ich bin wohl durch die Kälte des Bösen, die aus den Bergen kommt, krank geworden. Hier mein Schmetterlingsnetz. Ich kann das im Moment sowieso nicht gebrauchen. Yeah. Du hast das Schmetterlingsnetz geliehen. Damit lässt sich so manches einfangen. Ja, so einiges. Ich weiß, dass das nicht in dem Haus war. Warum laufe ich da gegen die Wand? Hm, mysteriös. Ich glaube, das Haus stand leer. Nein? Du solltest mal Unkraut jäten. Was sagst du denn? Hallo Kay, ich weiß, mein Hof ist nicht gerade hübsch, aber du bist willkommen. Und ich habe jemanden, der mir zuhört. Ich kenne eine interessante Geschichte. Mit der Flussquelle gibt es einen See, in dem jede Menge Zoras leben, schwer zu finden. Aber der Schatz der Zoras soll wirklich... Das müsste man sich mal ansehen, oder? Sehr schwer. Ja, ich werde jetzt immer, wenn ich mit Link rede, werde ich mit ihm schlagen und in der Zeit das synchronisieren. Hallo, Leute. So ungefähr.
weil ich muss ja auch meine Kommentare abgeben. Okay, es geht das Gerücht, du hättest die Prinzessin entführt. Aber ich bin nicht bereit, das so einfach zu glauben. Natürlich habe ich sie entführt. Das Geräusch ist cool. Nein, speichern will ich ihn nicht. Erstmal Bombs away! Bam! Natürlich volle Kanne das Huhn mitgetroffen. So gehört sich das. Da war Geld drin, oder? Ja. Und hier ist ein Huhn. Das Huhn ist später nochmal wichtig mit dem magischen Pulver, glaube ich. Die Kokoriko-Musik ist schön. Alarmwache, hier! Dann komm halt her. Das hat sich irgendwie nicht gelohnt. Ja, jetzt gehe ich hier unten nochmal kurz freisprengen. Kurz vor allen Dingen. Ich habe heute aber auch echte Sprachfehler. Woran das wohl liegt? Keine Ahnung. Vielleicht weil es noch so früh morgens ist und ich lange wach war. Ah, hier war das Geld. Waren sogar 30. Und ein Herzteil, yes! Wo gehe ich jetzt als nächstes hin? Gehe ich schon zur Sarasala oder mache ich noch ein, zwei additionale Sachen? Oder optionale eher gesagt. Wenn ich mir die Karte angucke. Das eine packe ich noch nicht, das eine Herzteil. Da fehlt mir noch der Bogen, wenn ich das andere machen will. Oh. Warum versteckst du dich im Gras? Bist du dumm? Wir können den Pilz, glaube ich, schon holen. Ach egal, ich gehe erstmal zu Sarasala. Ich will den Bogen. Me likes Bogen. Einfach hier komplett durch. Okay. Also ich muss sagen, bis jetzt geht's ja gut voran, auch wenn ich noch nichts gemacht habe. So wirklich. Bam. So leicht lasse ich mich auch nicht treffen. Kann ich auf dem Friedhof schon was holen? Hey, werf mich nicht ab. Werf mich nicht ab. Werf mich nicht ab. Ich meine... Nein, gab's hier nichts. Ich glaube, dazu brauche ich jetzt das Kraftarmband. Oder konnte ich das hier verschieben? Okay, man konnte die verschieben. Ich meine, ich musste das verschieben, bei dem die Steine davor waren. Das da. Das kann ich erst nach einem zweiten Tempel machen. Ein Grund, warum ich diesen Teil von Zelda so extrem mag, ist... Ach egal, hier ist nichts. Einfach die Tatsache, du hast wirklich extrem viele Tempel zu machen. Sehr viele optionale Sachen. Und ja, mir gefällt auch diese Vogelperspektive sowieso generell. Mann. Das lasse ich treffen. Dann jetzt hier über die Brücke und dann nach unten. Au. Geh auch da oben. Bam. Bam. Was sagst du, Schild? Bargi-Shop. Wasserfall der Wünsche. Komme ich jetzt schon zum Wasserfall? Also hier oben waren die alten Omas. Hier kann ich mir das magische Pulver, glaube ich, später holen. Eieiei, die Hexerei ist schon eine Plackerei. Ich muss hier am Feuer stehen und nach meinem Kessel sehen. Ich rühre an, ein Pilzgebräu. Dieser Saft belebt dich wie neu. Ja, ja, die Hexen und ihre Reime. Na, diese Hexen. Ich weiß nicht, ob ich das später zeigen soll mit diesen Teilen hier, mit dem magischen Pulver. Ich meine, gut, die meisten werden es wahrscheinlich kennen, aber... Warum glitzert dieser Stein? Geht nicht. Ach, das ist das, was Ray meinte. Das gab's, meine ich, auf dem Super Nintendo damals nicht. Also, ich habe den Teil wirklich sehr oft durchgespielt. Den gab, also sowas gab es nicht. Octorox! Bam! 5 Rubine, dankeschön. Ah, oh, die Musik ist so catchy.
Und wir gehen jetzt zu Sarasala. Wir sind schon an der richtigen Stelle. Oh, 5 Rubine. Ich überlege gerade, wofür ich überhaupt Geld nochmal brauche. Ich meine nur noch für ein, zwei Spiele. Ich meine, man muss hier nicht großartig viel kaufen. Auf jeden Fall kriegen wir jetzt die Pegasus-Stiefel gleich. Ich rede aber noch nicht mit dir. Ich will erst aufspringen. Damit ich mir hier holen kann. Bomben. Bombs away. Und dann haben wir hier 50 Rubine. Und 50 Rubine. Geile Sache. Ja, auf jeden Fall brauche ich sehr viele Rubine. Wenn ich 100% mache, will ich auch maximale Bombentasche und so.